Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Madison. So, wir wollten ja in diesen dunklen, creepy Brunnen hinabsteigen und genau das werden wir jetzt tun. Denn es gibt keine dümmere Idee, als in so einem komischen Brunnen hier hinabzusteigen. Der, by the way, mega duster ist und ich glaube, ich komme hier nie wieder raus. Okay, also ich darf hier nicht mehr raus. Hier ist alles cool. Okay. Mufft ein bisschen. Kein Thema. Ist das hier? Sieht aus wie so ein Parkhaus, das unter Wasser gesetzt ist. Wir haben eine Lampe. Wow. Wir sehen nichts. Also wir können hier nichts groß fotografieren. Ist das da? Das ist schon die zweite Kippenbox, die wir gefunden haben. Einmal jetzt mit dem Mond. Und die andere, die hier, hat eine Sonne drauf. Das könnte uns später vielleicht auch noch weiterhelfen. Okay, warte mal. Da ist eine Wand, da komme ich nicht weiter. Wand. Hä? Da bin ich doch... Da bin ich doch hergekommen hier aus der Ecke. Da ist irgendwas Rotes auf dem Boden. Officer Russell? Ah, so ein Walkie-Talkie, ja? Ich nehme das mal. Alter, hier ist aber viel abgesperrt, ne? Oh, ich kann jetzt gar nichts. Ich kann meine Kamera gar nicht mehr nehmen. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Und noch ein paar Hütchen, die können wir durch die Gegend schieben. Ja. Warte mal, wenn das die Tür ist, wo ich hier. Wo ich hergekommen bin. Die ist jetzt abgesperrt. Jetzt bin ich hier eingesperrt. Ich kann doch noch die Kamera nehmen. Leck mich am Arsch. Was war da? War das der Dämon? Ich kann halt absolut nichts sehen. Ah, je klarer ich zum Dämon gucke. Ja. Je klarer das Signal wird, desto eher. Also. So dichter gucke ich Richtung Dämon. Gehe ich mal von aus. Jetzt ist es ganz aus. Licht flackert. Ist total herrlich. Officer Russell hier. Ah. June 17th, 1987, 5:27 a.m. I am now entering Madison Hill's basement. Okay, also sie kommt jetzt auch in den Keller. Officer Russell ist eine Frau. Die ist ja auch runtergekommen. Mann, ist die doof. Ist das ein Orbs? Oder soll das ein Fussel sein? Irgendwie so ein bisschen Staub. Okay, ich komme hier auch nicht raus aus diesem komischen. Hier ist ein bisschen tiefer? Nee. Das ist unüberwindbar, das Absperrband. Ein paar Körperteile. They're all mutilated. Legs, arms,
Ja, Lex habe ich auch gefunden. Hier sind Arms. Das hat eine Frau angerichtet. So alles zerhackstückelt und hier einfach ins Wasser geschmissen. Ja, ich bin hier auch nicht alleine. Dieser Moment, wenn man so mit sich selber quatscht, einfach nur um sich abzulenken, damit man sich nicht erschreckt. Madison? Is that you? Ja, doch hier irgendwo ein Geblubber. Please! Show yourself! That's in order! Okay, also es kommt von. Oh Gott, alles fliegt? Kann ich so ein Hütchen anstupsen? Nee. Oh nein, die kommt doch jetzt hier irgendwie angeschissen, oder? Die ganzen Körperteile fliegen. Ist die Musik ausschlaggebend oder wo ich hingucke? Das ist sowas von verwirrend mit diesen ganzen Armen und Beinen. Okay, das war Officer Russell. Ihre letzten Worte. Da ist noch die Tür. Ich will gar kein Foto machen. Ich hab's gewusst. Ich hab sowas von gewusst. Okay, aber mir ist ja nichts passiert. Ja, das frage ich mich auch gerade. Da spricht doch irgendwer. Oh, ich habe immer noch dieses Walkie-Talkie. Kann ich jetzt hier rüber? Nee, immer noch nicht. Gott, du blöder Wichser. Entschuldigung. Tut mir so leid. Da habe ich mich erschrocken, ey. Aber ich bin bei dem Spiel hier nicht so schreckhaft wie... Ach du Kacke, was ist das denn? Wieso bei manch anderen Games? Also wenn ich manchmal überlege, Phasmo ist ja eigentlich, wenn man es so nimmt, bei weitem nicht so schlimm. Aber da bin ich auch bei weitem nicht so schreckhaft. Okay, da ist nix. Bin ich immer noch im selben Keller? Ist das der Mond? Ne, das ist eine Lampe. Es ist garantiert die letzte Tür. Also ich mache jetzt die auf. Jetzt mache ich die auf und die in der Mitte wird es sein. Jetzt sind die alle verschlossen. Okay, Fotos bringen mir jetzt gerade nichts. Es wird bestimmt nicht diese Tür sein mit diesen ganzen Kakerlaken hier. Was? Das war so unvorhersehbar. Hä? Jetzt bin ich wieder in dem Keller. Und die Tür ist wieder zu. Aber ich komme doch jetzt trotzdem nicht weiter. Ich habe ja immer noch keinen Schlüssel, nichts gefunden. Das ist ja ein bisschen doof, ne? Jetzt ist auch noch die Birne kaputt. Mann! Ja. Die Ecke vom Keller ist eigentlich ganz cool. Ich könnte hier den Rest meines Lebens verbringen. Bis vorbei ist. Muss ja da lang. Oh, das ist doch mega dumm. Ich habe die ganzen Schlüssel. Ich habe ja noch nichts. Vielleicht hat er ja wieder was hingelegt.
Bevor ich mich jetzt mit meinem heißen Beruhigung... Oh Gott, der ist aber heiß. Bevor ich mich mit meinem Tee hier beklecke, erstmal einen Schluck trinken. Oh nein, wieder eine Eingebung. Ja, wir torkeln erstmal volltrunken weiter. I don't understand. Tinnitus ist so pervers, ne? So. Leiter? Leiter nach oben? War hier ein Dachboden oder sowas in der Nähe? Das, also, hier habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Haben wir hier so ein... Oh, dieser Ventilator. Der killt mich. Der macht mich so fertig. Hier ist immer noch verschlossen. Ja, Tatsache. Hier haben wir nochmal Dachbodenluke. Das ist aber sehr zuvorkommend, dass die, dass man mir die hier ein bisschen aufmacht. Da will ich jetzt hoch. Kannst du nach oben gucken, Alter? Wieso guckt denn der da nach unten, wenn der da hingeht? Hier haben wir noch Zahlen. I've never been here before. 10 plus 33, 43, 43, 23, 18. Ja, aber das sind zu viele Zahlen, damit kann ich ja nichts anfangen. Was knatscht denn hier so? Der Kronleuchter, kommt der noch runter? Oh, haben sie einen Ausflug mit Boot gemacht? Alter, ist nur eine Zahl. Du kannst sie abziehen, aber am Ende des Tages, wenn die Zeit kommt, stirbst du sowieso. Ja gut, das sind aufmunternde Worte. Alter, ist nur eine Zahl. 51, 43. 23, 18. Also was wir hier mehrfach haben, ist 51, 43. Könnte das vielleicht die Zahlenkombination sein? Hier haben wir schon wieder so eine komische Uhr. Aber ich kann hier wieder mal nichts machen. Gehe ich von aus. Mond und Sonne, das habe ich halt auch noch nicht raus. Ach, diese Holzstiele, die knatscht so. Da brauche ich wieder ein Brecheisen, ne? Also hätte ich das schon kriegen müssen. Hier ist noch ein Schlüssel. Ich gehe da jetzt mal von aus, dass ich das hätte bekommen müssen. Dann hätte ich die Diele jetzt aufmachen können und die Toilette. Hier können wir nochmal durchlunzen. 43. Schon wieder die 43. Albert Maxwell. Das kann ich nehmen und das ein Fragezeichen im Blut? Ah, ja, ja, okay, okay. Ich verstehe. Jetzt kann ich das nicht nehmen. Immer nur eins, ja? Warte mal, hier ist Viereck. Ah, das macht Sinn. Das ist ja wie am Anfang mit dem Opa, mit dem runden Bild. So, auf die ist so rautenförmig. Muss ich die vielleicht noch fotografieren? Nee. Kann ich die nochmal abnehmen? 56.
Oh, ups. 56. Aber bis jetzt hatten wir immer 51, 43. Und ich habe hier noch kein Foto gemacht, was eine Interaktion auslöst. Und wir haben hier keine weiteren Bilder oben, ne? Kann das sein? Wir haben sie und ihn gehabt. Jetzt fehlt noch der Runde. Und der da. Okay. Ist 38, 43? Könnte auch sein, ne? Wir haben hier keine weiteren Bilder, die wir aufhängen können. Wir haben generell nichts weiter. Wir haben nur noch diesen Schlüssel. Wir gehen mal runter. Vielleicht komme ich ja mit dem Schlüssel bei der Oma oder irgendwo in, was waren da noch? Wir hatten noch das Oma-Zimmer, die Tür, durch die wir entkommen können. Die Haupttür, aber die hat einen Musterschlüssel und die hier. Ja, ja, du erzählst die ganze Zeit das Gleiche hier. Eine 43-jährige Frau, ja, hat den Police Officer gekillt. Da kommen wir nicht rein. Das müssen wir aufbrechen. Ja, hilft uns der Schlüssel auch nicht. Dann haben wir hier noch Omas Zimmer. Da passt der. Kriegen wir hier noch die Brechstange oder ja, vielleicht ein paar Bilder zum Aufhängen oben. Weil es fehlen ja noch zwei Bilder, ne? Die müssen wir doch auch aufhängen. The entrance key should be somewhere. Hm. Eyecrawls. Kann ich den öffnen? Aber selbstredend. Grandma's Diary? So, 1972. Sie sagen, ein Tagebuch ist gut fürs Gehirn. Gut, wir werden sehen, wie es für mich denn läuft. 29. März. Heute hatten wir einen Garagenverkauf in der Nähe vom Zentrum. Ich habe ein Buch mit guten Rezepten gefunden. Johnny ist auch glücklich über das Buch. Er war darüber sehr erfreut, war ein toller Tag. April, 1. April. Ah, oh, jetzt geht's mit den Scherzen los. I woke up in the middle of the night and I noticed... Nee, warte, das ist ein anderes Lied. So, ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Schon wieder. Ich schwöre, da war irgendetwas, was mich in der Ecke des Raumes beobachtet hat. Ah, also das Kochbuch hat den Dämon mitgeschleppt, oder was? So, hier hinten können wir nochmal Looky Looky machen. Aber das ist auch nur so eine... Why would he keep all this? Grandma died a long time ago. Ja, frage ich mich auch, warum sie das alles aufgehoben haben. Noch mehr Tabletten. Eieiei. Ey, die hat ja mehr als die Pharmaindustrie gehabt, wa? Da kannst du ja aber mit wegfeiern, du. Also. Das klang jetzt irgendwie weird. She was so sick. Diagnose. Okay, die beiden Augen sind weiß geworden. Sie hat ihre Sicht verloren. Rechtes Auge 95%. Man weiß nicht, was mit ihren Augen passiert ist. Hm. Ja, gut. Besessen. Alles abgeschlossen. Machen wir hier nochmal auf. What are these things? Ach, das sind hier für ein Dia-Projektor, oder? Ich nehme das mal mit. Also ich habe noch keinen gesehen, aber... Gönnen wir uns?
Deswegen die weißen Augen. Uranus und Neptun. Kann hier was rein? Ah, du kriegst die Tür nicht zu. Dann fehlt mir ja noch eine Münze, ne? Die hier fehlt mir. Die habe ich noch nicht gefunden. Okay. Eine Münze noch. Wo könnten die sein? Ah, hier drin haben wir schon wieder alles durchsucht. Gibt's ja nicht so viel. Paar Pictures machen hier. Haben wir irgendwo Aktion? Kann ich die Tür hier... Warum kann ich das nicht öffnen? Okay, das war zugebreddert. Da ist ein Schrank hinter. Und der ist immer noch zu. Aber ich kann das hier nicht wegnehmen? Ich kann die Tür nicht zur Seite schieben, ne? Nee. Ich habe hier auch kein Aktions-Dings. Ne, kriege ich nicht auf. Ich dachte vielleicht durch die Fotos irgendwie, dass die Tür aufgeht. Gut, dann lassen wir die erstmal noch zurück. Bilder haben wir ja auch nicht weitergefunden, ne? Das Versagen können wir hängen, das oben auf dem Dachboden irgendwie auf. Skurril. So, welche Möglichkeiten haben wir denn noch? Hier führt ja nichts Neues dazu. Ja. Scheiße, was waren die? Okay, das hat sich creepy angehört. So. Was war denn die... Nein, 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 nein. Habe ich die Zahl noch? 38. 38, 43, ne? Oh Gott. Das ist ja so wie... Ach ja, hier unten läuft ja einer rum. Oh Gott, den habe ich schon voll vergessen. Dass das hier einer war, da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe mich gerade so sicher gefühlt hier. ...38-43 oder 43-38. Ich probiere die beide mal aus. So. 43... Warte mal. 43 und 38. Okay. Der funktioniert nicht. Umgekehrt wäre es 38... 43. Das ist es auch nicht. Die sind nur von der Höhe her alle richtig eingestellt, ja? Krieg ich nicht auf. 38, 43, wofür könnten das noch gewesen sein? Was. Sich angehört wie so eine Schublade. Aber hier ist ja nichts mehr, ne? Nee. Okay. Das war es auf jeden Fall nicht.
So, wir müssen immer noch ein paar Bilder finden. Leck mich am Arsch. Da komme ich immer noch nicht ran an die Uhr. Wir haben ja auch noch die Kippenschacht, den Mond und Sonne, ne? Hier haben wir noch den Safe. Da ist aber nichts drin. Es hat sich auch nichts verändert. Den Fernseher kann ich nicht anmachen. Dann müsste ich doch irgendwo noch Bilder herkriegen. Oder ich soll das gar nicht oben alles aufhängen. Oder ich muss noch Fotos machen. Aber wovon? Warte mal. Ah. Jetzt haben wir schon mal den zweiten eingesammelt. 2 von 10. Die geht nicht auf. Okay, mir fehlt noch eine Münze. Die Tür geht nicht auf. Merkwürdige Geräusche Richtung Schrank. Kein Problem, wir gehen hier lang. Blaue Knie, sie sind echt. That song. Maria ist weg. Oh, die Tür ist auf. Ja. Ab nach Hause, ne? There's definitely someone here. Ja. Ja, nee. Nein, wir haben ja auch keinen gesehen, ne? Als wir da durch diesen Spalt gekrochen sind. Jetzt haben wir nochmal ein Tape. Wollen wir zurückgehen, das anhören oder wollen wir erstmal. Oh, Gottes Willen! Ich habe Maria gefunden. Leck mich, Maria, ich höre mir mein Tape an. Averideschi. Ach, da komme ich jetzt nicht mehr durch, weil diese blöde Leiter da steht. Jetzt muss ich außen rum gehen. Oder kann ich das wieder zumachen? Das weiß ich gar nicht. So, wo haben wir denn den Camcorder hier? 2. Becoming possessed by a wicked entity. Is signified by a loss of control of the body, mind, and the soul. However, that is often not enough for the entity. It hungers for more. Okay. Things get much worse for the host. Oh, schön. In these cases, possession is just the first step of the demon's plan. It is said there are those that return to our world seeking to resolve unfinished matters from their mortal lives. Victims of these wicked possessions are subjected to a departure of sorts. An astral transportation, for lack of a better word. An astral what? These malicious beings force their hosts to live moments that shouldn't be possible in a different place and time. Perhaps even in a different dimension altogether. It's madness. It's unclear whether these transportations occur inside the mind, or if the host is physically taken to some alternative reality. Alternative reality? I'm losing my mind. Gut, also wir werden jetzt bescheuert, ja? Das kriegen wir hin. Da bin ich ja zuversichtlich hier. Bekloppt kann ich gut. Oh, Tür ist immer noch zu. Dann gehen wir mal zur Heiligen Mutter Maria. Mal gucken, was uns da jetzt wieder fährt hier. Ja, ja. Damit habe ich gerechnet. Und sie ist weg. Okay. Hätte ja sein können, ne? Irgendwo ging auf jeden Fall eine Tür.
Ich kann ja nicht lange laufen. Dad's Room. Und der ist auch verschlossen. Stand Maria da schon eben drauf? Auf dem, Podest? So, dahinter haben wir nochmal eine Tür. Ich komme da gar nicht hin. Okay, Musik haben wir ausgemacht. Alles gut. Wo ist Maria? Maria? Okay, das bringt mir nichts. Aber wir gehen mal rein, ne? That fucking statue. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht, diese verdammte Statue. Am I going insane? Ein bisschen verstoppt, das gute Klo. Da können wir keinen mehr reinsemmeln, da. Das läuft nicht mehr ab. Da sitzt ja gleich im Haufen. Hier ist nur eine. Oh, hier sind noch Videokassetten und. Eine Diashow. Steht Maria da im Weg? Geh mal weg da. Ich kann nicht gucken. Was kann ich jetzt hier machen mit Maria? Gar nichts. Das ist hier in der Ecke. Ja, wir gucken erstmal die Dia-Show durch. Ah, deswegen werde ich also bescheuert. Maria ist wieder weg. Okay. Ja. Aha. Grandpa. Grandpa. Dad. Oh, unser Vater. Hast du nichts zu sagen? These photos are pretty old. Okay. Haben wir irgendwo einen Hinweis auf irgendwas? Ach, das ist eine Uhr. Ich dachte, das steht bei Stegalba. Oh nein, ich habe hier die Ecke noch nicht fotografiert. Ich hab die Ecke noch nicht. Boah, ich werd bescheuert. Kann ich das ausmachen? Nee. Okay. Ja, verblüffe mich. Grandpa never got over. Okay, also der Opa kam nie über den Tod. 1968. Hier sind so viele Zahlen. Okay, das Ding spinnt jetzt hier die ganze Zeit, gehe ich mal von aus. Dann gehe ich mal zu dieser komischen Uhr, die aussieht wie eine Gestalt. Wieso ist denn hier schon wieder rotes Licht an? Hier ist auch schon wieder. Ich kann die Uhr, ich kann damit nichts machen. Wir haben hier noch ein rundes Bild. Und safe. Wird dieses Ding sein, so und so viel rechts, so und so viel links, ne? Es waren fünf rechts, ne. Da habe ich auch kein Bild von gemacht, oder? Warte mal, wenn wir unser Tagebuch reingucken, habe ich da irgendeine Notiz? Ne. Da haben wir nur unsere schönen Bilder, die wir gemalt haben. Noch ein Safe, auch wieder mit Zahlenkombi. Der eine ist ja 5 rechts, ne? Okay. 1, 2, 3, 4, 5.
2, 3, 4. Ja, nee, ich will einmal auf das Blatt gucken. Wenn du die Kombination brauchst, du weißt, wo du sie findest. Welche der Uhren? Die 9? 9? Kein Sound mehr an dem Safe. Oh, ich habe keinen Sound mehr im Spiel. Ist das jetzt nur ein Kopfhörerproblem? Okay, scheint nicht so. Oh, ich habe wieder Sound. Wenn du die Kombination suchst, du weißt, wo du die finden musst. Aber an welcher Uhr muss ich gucken? Das nehmen wir mal mit für den Dachboden. Ist so wohl die Tür auf. He only wanted to talk to her again. Zehn nach fünf wäre das auf der Uhr. An der Uhr. So, auf der habe ich es jetzt 10 auf 5, ne? So, hier 5 und gehen wir auf hier 10. Geht nicht. Geht auch nicht. Auf welcher Uhr muss ich denn schauen? Auf welcher Uhr muss ich schauen, um diesen Code zu finden? Dann wird das ja wahrscheinlich die Toilette sein. Mit diesen, ich muss erst nach da drehen, dann nach da, ne? Ne, 5 rechts, sagt er. Fünf nach rechts. Warte mal, die Uhr dreht sich. Die kann es nicht sein, würde ich jetzt sagen. Okay. Und hier steht Kombination. Links. Rechts. 5 links. Ich hatte 9 Uhr, 10 nach 5. Wann die erste Uhr? Hier haben wir ja auch noch eine. Wie auch immer. So, nee, warte, Sackgasse, wir müssen hier lang.
Okay, auf der Uhr ist es 4. Also 20 nach 4. Aber der meint doch dann bestimmt eine bestimmte Uhr. Maria ist wieder weg, die ist schon wieder unterwegs. Die meint der nicht. Hier ist keine Uhr. Vielleicht auch 9 und dann 5 zurück. Also 9 und 10 denn so gesehen. Das wäre jetzt die einzige Uhr, die so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, ne? Weil die anderen sind ja, die haben ja alle eine unterschiedliche Uhrzeit. Und wir haben ja nur 2 Saves. Okay. Also das wäre jetzt... Ups. So. 9. Dann haben wir noch 20 nach 4. Wir gehen erst nach links. Also erst nach links. Und dann 1, 2, 3, 4. Auf welcher Uhr denn? Überall Zahlen. Rules and Orders. Du weißt, wo du sie findest. 10. Aber das ist jetzt nicht die Kombination, oder? Dann würde ich mir richtig verarscht bekommen. Warte. Nö. Ich weiß, wo ich die finde. Auf irgendeiner Uhr. Können wir die Toten kontaktieren? Ja, scheinbar schon. Ab irgendeiner Uhr, aber welche... Welche Uhr habe ich denn jetzt übersehen? Hi Maria. That piano is blocking the front door. Ja, ja. Wir könnten es wegschieben, aber du bist ein Lauch. Das ist ja, ey, das ist so wie so eine Rätselliebe, wenn ich da nicht drauf komme. Das wäre die einzige Uhr, die mir irgendwie... Aber die bringt mir nichts. 5 nach rechts. Aber ich komme ja auf die 7 auch nicht, ne? Aber es würde grundsätzlich schon passen, wenn wir jetzt sagen würden, wir drehen auf die 9 und dann 5 nach rechts sind wir quasi beim Sekundenzeiger, so ungefähr. Also, man könnte schon von ausgehen, dass das die Uhr ist. Ist sie aber nicht. Sonst habe ich auch keine... Ich habe keine Uhr, die aus dem Muster fällt, ne? Das war die einzige, die ich gefunden habe. Eine Medaille habe ich auch nicht mehr gesehen.
Ist auch keine Uhr drinne. Ich versuche das jetzt noch einmal. Wenn er nicht klappt, dann bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich weiterkomme. Jetzt gleich wieder durch diesen komischen Fotoprojektor. Ist auch zu. Und hier ist ja auch keine Uhr drin, ne? Ich habe hier generell gar nichts. Außer die Musikbox da. So, stopp das Scheißhaus. Ah, ich brauche nochmal richtiges Licht hier. Danke. Mach hier schon wieder weg. Die ist schon wieder on Tour. Ja, besseres zu tun, als mit uns abzuhängen. Die könnten mir auch mal einen Tipp geben. Oh, hi Maria. Du, weißt du, wie ich den Safe hier aufkriege? Jetzt mal so auf die 9. Ja, die ist schon wieder weg. Joseph Abraham Lake Store. I read rune cards, four cards. Lügner. Okay. Ich denke mal, der war jetzt nicht so mit der Sitzung zufrieden. Vielleicht lasse ich mich auch einfach zu sehr von dieser, von diesem Zettel im Badezimmer blenden. Dass der damit gar nichts zu tun hat. Ist das vielleicht irgendeine Uhr mit, eine Uhrzeit mit einer 10? Zehn, das wäre halt auch noch eine Möglichkeit. Hier haben wir keine 10. Ja, wir haben 10 nach, ne? 10 nach 5. Ach, du schon wieder. So, 10 nach 5. Ne, das ist es nicht. Ach, hier, gib mir doch mal einen Tipp hier. Ich komme nicht drauf. Ich weiß, wo ich die Uhrzeit finde. Aber es steht doch drauf, Kombination 5 rechts. Oder sind es 5 links und ich drehe die ganze Zeit falsch rum. Erst links und dann rechts. Moment. Erst rechts und dann links.
Maria ist nicht da. Maria! Hat keine Zeit für mich. So, erst nach rechts. So viel dazu. Erst nach rechts. Und dann 5 nach links. Wäre das vielleicht auch... Das war zu weit, ne? So. 1, 2, 3, 4. Ah, ich raff's nicht. Kann ich erstmal runde Bilder oben auf dem Dachboden aufhängen? Habe ich zumindest noch irgendwas Produktives getan. Da zieht sich aber, wenn man nicht weiterkommt, dann ist das Spiel ganz schön ruhig, ne? Okay. Ist halt so die einzige Uhr, die mir in den Sinn kommt, wo ich gedacht hätte, es könnte sein. Oder halt eine Uhr mit einer 10. Aber welche Uhr hat denn hier eine 10? Als Uhrzeit. So. Da haben wir den auch schon mal hängen. Dreißig. Mit nix anfangen, ne? Oh, du schon wieder. Und schon wieder weg. Cool. Und da kann ich auch nichts machen. Habe ich vielleicht bei Oma im Schlafzimmer was übersehen? Das war der letzte Raum, bevor es weiterging, ne? Der Dämon wundert sich bestimmt auch, was macht der Idiot da? So schwer ist er doch gar nicht. Der hätte schon längst fertig sein müssen. Aber vielleicht auch, weil ich diese Münze hier noch nicht gefunden habe. Vielleicht ist das auch das Problem, dass ich die Münze brauche, weil ich dahinter wieder was kriege, was ich brauche, um weiterzukommen. Aber dann wäre ich noch nicht weiter. Achso, da ist verschlossen. Dann war halt den Bericht, ne? Diese komischen Augenmedikamente. Das ist so skurril. Ich komme auf das Rätsels Lösung nicht. Ich guck nochmal in der Küche. Sehen, du willst die Kombination. Vor allem dieser Zettel, der verwirrt mich halt maximal. Dieses 5 nach rechts, ne? Also so und so viel links, dann 5 nach rechts. Ja, ist auch keine 10.
Kika-Kakalake. Burn, baby, burn. So, die komischen Tapes hier, das können wir auch mal mitnehmen. Was für eine Tür. So, die können wir nämlich hier hinten einmal in diese komische Schatulle packen. Dann haben wir noch mal ein bisschen Space drin. Achso, kann ich gar nicht. Ja, aber was willst du mir mit deinen Geräuschen sagen? Ich komme hier nicht weiter, mein Freund. Gib mir doch mal irgendein Zeichen hier. Blödes Foto. 38, 43 geht nicht. Der Gute hilft mir auch gar nicht weiter hier, ne? Das haben wir ja schon. Gruselige Musik. Ja, vielleicht sind wir auch schon ein bisschen zu lange im Game. Wir sind jetzt fast eine Stunde dabei. Ist auch keine Uhr, ne? Bis auf die da. Aber die muss ja irgendeinen anderen Sinn haben. Also die einzige Uhr bisher war jetzt die auf dem Sofa. Wo ich jetzt sagen würde, hätte ich mir vorstellen können. Oder übersehe ich hier irgendwas wirklich Ausschlaggebendes? Komm nicht drauf. Vielleicht ist es ja auch, vielleicht kann ich auch noch gar nicht drauf kommen, weil die Uhr in einem der versperrten Räume ist. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? Dass ich die Saves noch gar nicht aufkriege. Aber was ist denn meine Aufgabe jetzt? Mit dem Dia-Projektor kann ich nichts anfangen. Aber abgesehen von der Aktion hier weiß ich auch gar nicht, wofür das gut war. Gruseliges Geräusch. Na, Maria? Hast du wirklich keinen Tipp für mich? Er sagt halt erst links, dann rechts, ne? Oder umgekehrt, irgendwie so. Aber es geht nicht.
Na gut, ich würde sagen, wir beenden diese Folge auf jeden Fall erstmal hier morgen. Oder was heißt morgen? Bei der nächsten Aufnahme auf jeden Fall frisch mental gestärkt. Geht zurück und dann werden wir diese Rätsel lösen. Weil ich würde zu gern wissen, welche Uhr gemeint ist mit diesem Code. Aber ich bleibe momentan immer auf dieser neuen Uhr hängen. Also komm da heute, glaube ich, nicht mehr rauf. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn wir zusammen wieder ein bisschen rumrätseln. Könnt ihr auch wieder hinterm Monitor sitzen und dann sagen, mein Gott, ist der doof, Alter, das sieht man doch. Ja, ist wirklich so, bin doof, sehe das nicht. So, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut, ciao.